wunderschönen guten Tag zurück zum Let's Play vom Spiel Valiant Hearts mit mir Bretgar. Komm wieder, mein Herr Deutscher. So, jetzt müssen wir mal wieder. Ja, wir sind zwar in der Stadt, die wir erreichen wollten, aber jetzt sind wir halt wieder auf der Seite der Deutschen und müssen, so wie es gerade mitgekriegt hat, ab uns eine Uniform besorgen. Wie? Ja! You snooped your gun. Ja, ja, komm. Ja. Wer ist der Best? Flux, flux. Rette! Hinterhorn, Mallet. Okay, in die Richtung. Wir haben unser Uniform bekommen. Hinterhand Mallet. Hinterhand Mallet. Ja. Hinterhand Mallet. Hinterhand Mallet. Noch eins höher. So. An der Krummsteuerung Lumpen anfrotzen. So. Zieht er sich mal um jetzt hier. Irgendwie hat er noch einen blauen Helm auf. Alter Fritte! Hey! Wer kommt ran? In alter Frische. Oh, ich brauche einen Helm. Du bist ein guter. Krieg ich denn jetzt einen Helm her? Okay, ach, da ist ein Helm. Was? Warum ein Schlüssel für? Okay. Okay, der lässt mich auf jeden Fall schon mal durch. Der Schlüssel ist dort hinten. Damit kriegen wir bestimmt den Schlüssel. Hey, okay. Der hängt also den Schlüssel wieder hin. Dann noch mal. Komm wieder. Gut gemacht. Hey, hol! Ja, jetzt hier. Guter so. Hund. Guter Hund. Mal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Draußen. Ich kann noch ein bisschen weiterlaufen hier. Ach so, Schlüssel und ja, das hab ich ja. Ich muss eine Pickelhaube besorgen. So. Haben wir schon mal eine Fahne? Die können wir doch bestimmt jetzt unten hinhängen.
Komme ich denn jetzt da hinten rein? Nee, das will ich nicht. So, irgendwo hier so ein Code stehen. Gucken, irgendwo muss ja die Kombination stehen. Okay, der lässt mich also nicht durch. Müssen wir mal gucken. Stand das sogar auf der Flagge? Stand bestimmt auf der Flagge. Müssen wir mal gucken. Steht es auf jeden Fall nicht. ...1870. Können wir ja einfach mal ausprobieren. So, gibt es hier oben irgendwo noch was? Okay. Probieren wir das mal aus. Aber eine Null gibt's nie. Sieben hat nicht hingehauen. Und eine Null gibt es nicht. Mit uns. Das sind 4 Kronen. 5 Kronen. 3, 6, 12. 12 geht ohne. Die Flagge nach da vorne bringen. Okay. Hab ich aber. Soll ich da vorne hinbringen? Verstehe ich jetzt nicht. Kriegt die ja gar nicht mehr ab. Oder ist das 781? Nee. Ist hier vorne noch so ein... Nee, hier vorne gibt's sowas, ne. Ja, Hinweis? Ein Fenster?
Ah, okay. Ich hab verstanden. Die Fahne nach oben. Dann kann man durch das Fenster sehen, was gemeint ist. Da hab ich gar nicht drauf geachtet. So. Jetzt gehen wir da hoch. Jetzt muss doch hier irgendwo sehen ein Fenster. Stimmt, hier hinten das Fenster. Fünf, acht, also acht, eins, fünf. Acht, eins, fünf. Fünf. Jawohl. So, jetzt haben wir alles. Oh, wir werden angegriffen. Oh Gott. Scheiße. Was? Nochmal versuchen. Ja, der Hund weiß, wo es gut ist. Okay. Die nehmen auch Giftgas. Ey, da hat er mich jetzt gerettet. Oh Mann. Und ist selber drauf gegangen, verdammte Scheiße. Shit. Wir müssen weiter. Naja, dann rennen wir mal wieder los hier. Ja, die greifen echt mit Giftgas an. Na gut. Boah, da kann ich auf jeden Fall nicht lang. Da kann ich auch nie lang. Ich will hier dranhängen. Schwingen lassen. Nur wahrscheinlich erstmal warten. So, jetzt haben wir eine Gasmaske. Na, wem geben wir die jetzt? Na klar, dem Hund. Wem sonst?
selber brauchen die nicht. Der Hund braucht die. Hey, Walt, na geh! Guter Junge. So, dann gehen wir mal wieder raus. Ach, jetzt können wir wahrscheinlich dort langlaufen. So, haben wir es geschafft. Während Karl sein Ziel beinahe erreicht hatte, wechselte Freddy zu den kanadischen Truppen bei Vimy. Die werden ja total aufgerieben dort. 9. April 1917. Am Himmel über Vimy erkundete George, der englische Pilot, die deutschen Stellungen für die Artillerieunterstützung. An diesem Tag führten die Kanadier den Angriff. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht und ob die Kanadier hier abgeschnitzelt werden ohne Ende, dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Valiant Hearts, The Great War. Mal schauen, wer gewinnt. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, euer Brettler. Tschüss.